Wie hebt man die scharfen Kanten eines Hurrikans auf ein provokant hohes Niveau? Indem man ein Lambo-SUV baut. Der Italiener treibt einen Keil zwischen das gesunde Volksempfinden und den Spontanreflex, was ist das denn bitte? Superbreite Rathäuser, winzige Fenster und ein Heckspoiler schieben die Grenzen des Vorstellbaren wieder ein Stück weiter hinaus. Kaum zu glauben, dass der Lambo die gleichen Wurzeln hat wie der künftige Audi Q8. Der Motor wird wohl auch von Audi kommen und von den Italienern veredelt. Basis ist der V8 Biturbo, der bei den Ingolstädtern zum Beispiel im S8 Plus 605 PS leistet. Lambo wird wohl noch ein paar PS mehr rauskitzeln. Präsentiert wird der Lamborghini Urus wahrscheinlich in Genf 2018 und dann zu Preisen jenseits der 200.000 Euro Marke.